was draußen, ich bin's Jan vorbei, Snight und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ihr seht die vier Minitins der brandneuen Match Attacks Champions League Karten von Tops auf dem Tisch liegen, die uns Tops auch zugesendet hat. An der Stelle vielen Dank an Tops für die Unterstützung, damit wir hier euch heute die Tins vorstellen können. Zwei Tins, die sind tatsächlich nicht mehr in Plastik eingepackt, sondern sind schon geöffnet, sind leer. Denn dazu gab es schon ein Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr oben rechts. Ich werde wahrscheinlich schon ein bisschen spoilern. Denn, ja, wir haben ein paar Entdeckungen gemacht. Und wenn diese Tints hier ähnlich gut sind wie die anderen, sage ich vielleicht ein paar finale Worte am Ende. Und falls ihr gespannt sein wollt, würde ich erst mal vielleicht das andere Video gucken, dann dieses hier. Mal schauen. Also, auf jeden Fall beginnen wir gleich mal mit, diesen hier. Sadio Mané, David Luiz. So, ich öffne es ganz vorsichtig. Hier, die Randnotizen hier. 34 reguläre Karten, 7 Glitzerkarten, eine Limit, das Ganze 7,99 € in Deutschland, in der Schweiz 10,50 €. So, jetzt öffnen wir das Ganze. Wir haben ein großes Paket drin. Ich bin gespannt, was wir hier drin ziehen. So, als erstes haben wir gleich mal die Limi, die wir sehen. Manuel Neuer ist es. Soweit ich weiß, bekommt man immer. Also das letzte Mal haben wir überlegt, dass es wahrscheinlich immer eine verschiedene drin sind. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr aus eurer David Luiz Tin einen anderen bekommen habt oder den gleichen. So, hier war der Code. Dann machen wir das tatsächlich so. Das sind die Special Karten. So, dann machen wir weiter mit den Basiskarten. Da haben wir als erstes Manuel Akanji, dann Niguez, Christensen, Mendes, André, Heinen, Lunjev, Forsberg, Pizzi. Dann haben wir das Logo von Atalanta, Gomez, Coman, Bernard, Silva. Dann haben wir Laporte, Son, Griezmann, Fabinho, das Bayern-Logo, Gomez als Pro-Performer, Insigne, Gaia, Sven Bender, Cornet, Ware, Gano, Asmun, Donk, Morata, Azpilicueta, Casemiro und Paulo Dybala von Juve. Das waren unsere Basiskarten. Jetzt machen wir weiter mit unseren Special-Karten. Mal schauen, was wir da bekommen. Kevin De Bruyne als Man of the Match. Dann haben wir Lionel Messi, MVP. Sehr, sehr coole Karte. Cesar Azpilicueta, Man of the Match. Dann haben wir das. Sehr, sehr nice. Im letzten Video haben wir die andere Champions League Karte bekommen. Im Match Starter Pack haben wir gesehen, es gibt zwei Champions League Karten, so hieß es. Beim anderen Mini-Tin Opening haben wir schon die andere gezogen. Hier haben wir das Champions League Logo. Also, sehr, sehr cool, dass es gibt. Hatte ich ja auch schon spekuliert gehabt. Hier steht sogar Statistics drauf. Das heißt, Statistiken sind vielleicht drauf. Wir haben hier Henderson müsste es sein mit der Champions League Trophäe. Und dann haben wir hier, wie viel? Ja, UCL Record. Also 125 Spiele wurden gespielt, 366 Tore gemacht, pro Spiel 2,93 Tore. Kurz pro Minute 0,32. Das heißt, alle 3 Minuten ist ungefähr ein Tor gefallen. Lionel Messi hat 12 Tore gemacht, ist bester Torschütze gewesen und gewonnen hat natürlich der FC Liverpool. Dann haben wir noch Sergio Ramos als Centurion. Dann haben wir MVP Yazici. Dann Demirbay und Werner. Und ich glaube, die haben wir in allen 3 Tins bisher gezogen, okay? Und Samatta, Man of the Match. Und das war die letzte Karte. Nein, warum ich das sage, ist, in den anderen beiden Tins haben wir jeweils einen Club an Nuller gezogen. Und ich habe euch aber am letzten Mal gesagt, wir wollen heute schauen, ob wirklich in jeder Tin ein Club immer drin ist. Es ist nicht garantiert, es steht nirgendwo drauf. Hätte ja sein können. Hatten wir in den vergangenen Jahren auch schon gehabt, besonders in der Bundesliga hatten wir es auch schon mal. Aber hier anscheinend nicht. Aber ich muss sagen, wir haben aus den ersten beiden Tins jeweils eine Club immer gezogen. Deswegen, die werden auf jeden Fall schon relativ häufig auch drin sein. Aber halt nicht bei jedem. So, wir haben hier Virgil van Dijk als Limi. Und es ist tatsächlich eine Limit, die sie beim letzten Mal schon bekommen haben. Also es ist wirklich, glaube ich, ziemlich random und zufällig, welche Limit ihr hier drin bekommt. Dann legen wir mal die Special-Karten wieder weg. Und dann widmen wir uns hier Junior,
Pjanic, Handanovic, Sutomin, Inan, dann das Salzburg-Logo, Toussaint, Arangis, Pro-Performer, Forsberg, Pizzi, Pavard, Pro-Performer, Piqué, Shaqiri, Tolisso, Mbappé, Ederson, Davis, Rakitic, Firmino, Diaz, Pasalic, Zielinski, Kondogbia, Panzel, dann Zenit-Logo, Ferreira, Bernede, Kone, da haben wir nochmal Ross Barkley, Marcelo, Chesney und Vecino als Pro-Performer. Und jetzt kommen wir zu den Special Guard. Da bin ich mal gespannt, ob wir wieder Werner, wer war es, Werner bekommen, Werner Demirbay. José Gaya Freuler haben wir als Man of the Match für Atalanta. Virgil van Dijk als MVP, dann Leroy Sané als Recordholder. Was hat er für einen Rekord aufgestellt? 5 Assists hat er letztes Jahr gegeben. Dann haben wir noch Olivier Giroud als Hattrick Hero. Das ist cool. Dann haben wir Kai Havertz als MVP. Chica, Man of the Match. De West als MVP. Und Yazici als MVP. Also Yazici als einziger gehalten. Das ist wirklich tatsächlich einer. Da bin ich mir ziemlich sicher, den haben wir jetzt wirklich in jeder Tin. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Aber ansonsten sehr, sehr cool. Das waren unsere beiden Tins für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 2 coole Limis bekommen. Manuel Neuer. Nice, 94. Starke, starke Karte. Das war's für heute. Also das letzte Mal haben wir 2x Club an 100 bekommen. Heute haben wir gar keinen Club an 100 bekommen. Interessant. Interessant, interessant. Also bisher in jedem zweiten Minuten. Das ist jetzt unsere kleine Studie, die wir durchgeführt haben. Unsere kleine Stichprobe. Ihr bekommt im Durchschnitt laut unseren Pack-Openings in jedem zweiten, in jeder zweiten Minuten eine Limi. Ein Club an 100, Leute. Das war's auf jeden Fall für heute. Ihr merkt schon, meine Konzentration ist irgendwie weg heute. Das war's. Wir sehen uns bald wieder hier bei Vice United. Ciao.